Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute sprechen wir mal über das Thema Köcher und Pfeilaufbewahrung. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Wie bewahrt man seinen Pfeil auf? So hier, oder? Einfach alle hinschmeißen. Und die passen, die tut man dann noch in Weggläser rein. Naja, nicht ganz so optimal. Aber für zu Hause ist das schon mal eine Lösung, die ist okay. Noch besser wäre natürlich, wenn du solche Röhrchen hast. Ich habe hier so ein kleines Röhrchen, da stelle ich ein paar Spezialpfeile rein. Man kann aber wie gezeigt auch alte Marmeladengläser nehmen. Das funktioniert übrigens auch bei den 9 Zollern von crossbowtuning.com und sogar bei den ganz großen. Die passen da auch rein. Aber das ist halt maximal für zu Hause eine Lösung und nicht für irgendwie mal mitnehmen oder so. Es wäre ganz cool vielleicht, wie so ein Robin Hood, einen Köcher am Rücken zu haben, oder? Nee. Also der Köcher am Rücken, das ist meiner Meinung nach so ein Mythos-Ding. Das wird es vermutlich nie so richtig gegeben haben oder zumindest nicht in Kombination mit wirklich talentierten Bogenschützen. Weil jeder, der das mal probiert hat, weiß, wie doof das ist und wie unpraktisch und rumhüpfen oder sonst was wie der Mister aus dem Sherwood Forest ist damit nicht möglich. Da verlierst du jeden Pfeil, bleibst überall hängen, totaler Blödsinn. Aber was macht man denn dann, wenn der legendäre Rückenköcher nicht die Lösung ist? Also erstmal kommt es total darauf an, für was für einen Pfeil du einen Köcher suchst. Wenn du einen Bogen hast oder eine R9 oder auch eine große Armbrust, wo du also lange Pfeile hast, dann kannst du dir ohne Probleme sowas hier holen. Der ist von Avalon. Den habe ich von Bogensportwelts Amazon-Account gekauft. Ich kann euch aber sagen, vergesst es. Das Ding in der Farbe ist so gut wie immer ausverkauft. Ich glaube, Pink und Lila sind noch da. Aber das Ding ist cool. Ein sogenannter Field Archer Quiver. Also Feldbogenschützenköcher. Und der hängt dann hier so. Meiner zeigt jetzt nach hinten. Ihr könnt die aber auch so kaufen, dass sie nach vorne zeigen. Für mich ist es so einfach am angenehmsten. Ich spanne mir die Armbrust auf, zum Beispiel die Excalibur. Klack, trockene Übung. Nehme das Ding hoch und kann dann ganz entspannt einen Pfeil einlegen und dann schießen. Selbst wenn ich mich vorbeuge, fallen die Pfeile nicht runter, weil das Ganze nach hinten gekippt ist und nicht nach vorne. Für die Excalibur ist das meiner Meinung nach die beste Methode. Man kann auch direkt einen Köcher an die Excalibur machen. Da müsste ich aber hier auf mein Zweibein verzichten. Und besonders schön finde ich das jetzt auch nicht unbedingt. Und es sind halt auch nur 4 Pfeile. Was sind 4 Pfeile? Hier habe ich auf jeden Fall reichlich Platz. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bei mir passen hier also 17 dicke Armbrustpfeile rein. Wenn ihr einen Köcher für die R9 sucht oder die RX oder halt eine andere Armbrust, die solche Pfeile verschießt und nicht solche Pfeile, ne, viel dünner, dann passen natürlich sogar viel, viel mehr Pfeile da rein, nicht nur 17. So schnell gehen euch die Pfeile also nicht aus. Und einen ähnlichen Köcher habe ich auch, aber der ist nicht hier, der ist in meinem Büro, weil da hängt ja der Whipshot an der Wand. Hier ist der Fenris, da der Whipshot. Und er ist im Grunde der gleiche wie der, nur von einer anderen Marke. Hat aber genau die gleiche Aufteilung, genau den gleichen Platz und auch hier diese Taschen. In der Tasche habe ich übrigens meine Excalibur-Spannhilfe und noch Pflegematerialien für die Excalibur. Hier wäre auch noch Platz für eine extra Sehne. Das ist schon praktisch. Empfehlung ist auf jeden Fall raus, wenn ihr einen Bogen habt, eine R9, eine Excalibur oder jegliche andere Full- oder Midsize-Armbrust mit Pfeilen über 10 Zoll. Warum über 10 Zoll? Na, weil alles andere hier drin echt untergeht. Das ist jetzt mal 12,5. Und 12,5 ist, würde ich so sagen, die Sinnigkeitsgrenze. Allzu tief drunter solltet ihr nicht gehen, weil dann seid ihr mit den Veins drunter, auch mit den Nocken drunter. Und dann ist das einfach nur ein Glücksspiel, die Dinger wieder rauszukriegen. Es macht keinen Spaß. Aber das heißt ja auch, die Adder und auch die Stinger haben jetzt die Arschkarte, oder? Eigentlich schon, aber ich habe die Lösung. Auf Amazon findet man solche Dinger. Ich meine, das war sogar auch von Bogensportwelt verkauft worden. Und ja, das ist so halb sinnvoll. Also ich finde es sehr blöd dran zu machen. Ich finde es sehr blöd in der Benutzung. Ich finde es sehr blöd von der Optik. Und es sind halt auch nur 5 Pfeile. Also ihr könnt euch das an den Arm oder an den Bein oder wenn ihr ultra dünn seid um den Bauch. Ist bei mir nicht dran zu denken. Also ihr könnt euch das sonst wie befestigen und dann habt ihr halt 5 Pfeile.
ja, ist besser als nix. Aber für die Stinger gibt es meiner Meinung nach noch was viel, viel, viel Besseres. Und zwar Pouches mit eigentlich einem Molle-Setup. Ist natürlich unten verlinkt. Für knapp 20 Euro bekommt ihr zwei dieser Taschen. Eine in schwarz und eine in so einem Coyote-Braun. Und auch zwei dieser taktischen Gürtel. Und wenn ihr die Molle-Schlaufen da drunter gebt, dann habt ihr hier das ziemlich gut fixiert. Und dann habt ihr das im Grunde als Gürtel. So einfach über die Klamotten drüber. So, und ich habe hier meinen Pouch. Und in diesem Pouch hast du Platz für reichlich Pfeile. Perfekt für 6,3. Also ja, längere Pfeile passen nicht rein. Aber ja, wie man sieht, bekommt man hier auch massenhaft Pfeile rein. Also wenig ist das nicht. Hier, schau mal. Diese zwei Hände voller Pfeile hatte ich hier drin. Und dann ist da sogar noch Platz für einen Speedloader und weitere Pfeile. Ich zähle mal gerade durch, wie viele das sind. 25 von den S&K-Pfeilen und 21 Steambow-Pfeile. Und es ist auch noch ein bisschen Platz. Nicht unendlich, aber ein bisschen. Das finde ich schon mal echt eine coole Nummer. Aber es gibt natürlich auch einen Nachteil. Denn wenn du hier Jagd- oder Spezialspitzen reintust, dann werden die dir hier unten durchschneiden. Das lässt sich eigentlich nicht vermeiden. Um das zu verhindern, müsste man jetzt hier entweder den Boden verstärken oder eine Tasche nehmen, die noch ein bisschen mehr Platz bietet. Im besten Fall sogar beides. Weil wenn man den Boden jetzt hier verstärkt, habe ich schon versucht, indem ich hier so Streifen eingeklebt habe von diesem Gürtel, dann passt es nicht mehr. Ja, weil das dann einfach ein bisschen Platz schluckt und dann passen schon keine Pfeile mehr rein. Das war nicht ganz so clever. Oder es hat nicht ganz funktioniert. Clever fand ich die Idee trotzdem. Und deswegen habe ich mir noch was einfallen lassen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal das Fazit zu dem Ding. Super günstig, sieht nicht schlecht aus. Und wenn du nur Bodkins und Übungsspitzen hast, möglichst unter 50 Stück, dann ist das perfekt für dich. Denk aber auch dran, du kriegst zwei davon. Also theoretisch, wenn du 100 Stück hast, dann ist dieses Set perfekt für dich. Das ist schon mal ein echt cooles Pouch, was eigentlich überhaupt nicht dafür gedacht ist, aber was sich wunderbar missbrauchen lässt dazu. Aber ich habe noch was gefunden, was ich anfangs ein bisschen doof fand, aber später richtig cool. Und das ist diese Beintasche von Fan-Nam, irgendeine China-Marke von Amazon. Es gibt hier eine Schnalle und hier unten hat man noch ein Band für das Bein. Auch hier gibt es eine Schnalle. Und dann hat man hier eine Beintasche, die nochmal um einiges mehr Platz bietet. Die Tasche hatte ich jetzt beim Pfeiltest genutzt. Da war die echt sehr praktisch, weil man hat halt mehrere Fächer und innerhalb der Fächer dann auch nochmal Trenner. So konnte ich mir die einzelnen Hersteller sortieren und auch die einzelnen Phasen. Also wem steht der Test noch bevor und wer ist durch? Das war dafür ideal und hat die Pfeile auch wunderbar aufbewahrt. Hier ist einfach der Vorteil, man hat viel, viel mehr Platz. Und man hat auch viel, viel mehr Sortierungsmöglichkeiten. Und es hängt nicht nur am Gürtel, sondern auch am Bein. Dadurch schlackert es natürlich nicht so rum. Das ist ganz cool. Aber es hat auch einen Nachteil, und zwar, es ist nicht Molle-kompatibel. Bei den Pouches ist es so, wenn du die irgendwann nicht mehr als Pfeilaufbewahrungsobjekt benutzen willst, kannst du die auch einfach an deinen Molle-Rucksack machen und hast eine kleine Zusatztasche. Auch nicht schlecht. Oder als EDC-Tasche. Auch nicht verkehrt. Oder für einen E-Fuck. Entscheide du. Das ist schon mal ziemlich cool und für die Stinger ideal. Aber jetzt stellt sich die Frage, passen denn auch Adder-Pfeile da rein? Und die Antwort? Ja, auch die passen. Aber nur in die hintere Tasche. Und da würden dann auch nicht so viele passen. Seitlich kann man den Platz nicht ganz nutzen, weil die die komplette Länge brauchen. Für die Adder ist es also nicht optimal. Was ein Mist. Der ist für die Adder viel zu groß, der ist für die Adder viel zu klein. Na, was machen denn jetzt Adder-Schützen? Adder-Schützen können sich freuen, dass ich nicht aufgegeben habe bei der Suche und immer, immer, immer weiter Zeug bestellt habe, um endlich die perfekte Tasche für die Adder zu finden. Hier haben wir direkt einen ziemlich steifen taktischen Gürtel dabei, an dem dann dieses Pouch hängt. Hier hat man wieder einen Clip fürs Bein. Ja, und bei diesem Hersteller haben wir übrigens jetzt auch eine große Auswahl an Farben und Designs. Ich habe mich jetzt hier einfach mal für Multicam Black entschieden, um zu testen, wie das aussieht und wie das so rüberkommt. Mag ja eigentlich gar nicht so unbedingt Tarnfarben, aber seit der Olive-Stinger gefällt mir zumindest mal dieses. Gibt's auch in Oliv, gibt's auch in Schwarz, gibt's auch in Braun, gibt's auch noch in anderen Tarnfarben. Da habt ihr echt eine große Auswahl. Durch das Band hier schlackert das recht wenig. Öffnen wir einfach mal diese Schnalle und gucken, was haben wir denn hier. Also hier ist so ein kleines Bändchen, was man hier zumachen kann. Und dann kann man sehen, hier sind ein paar Pfeilchen drin. Ein paar ist gut, also das sind halt eigentlich alle Adder-Pfeile.
die ich habe. Ich hole mal gerade eine Hand raus, ne? So, das ist doch schick, oder? Also hier ist wirklich reichlich Platz für Edder-Pfeile und die 9 Zoll Pfeile passen theoretisch auch rein, weil man kann ja hier noch zuziehen. Und das passt dann auch mit dem Deckel noch drauf. Also das kann man auch so weit einstellen, dass da auch 9 Zoll Pfeile reinpassen. Aber für 7,5 Zoll ist das meiner Meinung nach echt die perfekte Lösung. Ist natürlich unten verlinkt und ihr habt hier auch wieder reichlich Zusatzplatz für Pflegematerialien, Ersatzsehne, Spannhilfe etc. So, und hier kommen wir zum ersten Mal an eine Stelle, wo man sagen kann, und hier nicht nur Bodkins und nicht nur Bullets. Aber ich habe für die Edder nur Bullets und Bodkins, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber wieso? Wieso passt das hier jetzt rein? Hier haben wir genug Platz, um was zu basteln. Aber was denn basteln? Naja, also ich habe so viele von diesen kleinen Pouches, dass ich mittlerweile von diesen taktischen Gürteln ein paar über habe. Die habe ich mir dann klein geschnitten und habe die Ränder angeschmolzen, sodass das nicht ausfranst. Und dann habe ich das mit Heißkleber überzogen. Und einfach in die Tasche eingeklebt. Und jetzt passt dann in die Tasche auch ein Jagdpfeil, weil der schneidet sich da nicht durch. Also wirklich nicht. Also nur mit ganz viel Druck schneidet er sich durch. Aber nicht irgendwie durch einfach nur in die Tasche reintun. Und das könntet ihr hier auf jeden Fall machen, wenn ihr Bedarf habt dafür. Denn diese Tasche bietet euch den Platz dafür. So, und jetzt, wo geklärt wäre, was die perfekte Tasche für die Edder ist und auch, was in meiner Ansicht der perfekte Köcher für die R9 und Excalibur ist. Jetzt kommen wir zur perfekten Tasche für die Stinger. Ja, weil auf der Suche nach der perfekten Edder-Tasche bin ich auf diese Tasche gestoßen. Und die sieht nicht nur cool aus, nee, die ist auch saupraktisch. Gürtel anlegen. Perfekt. Ja, und was macht die Tasche jetzt zur perfekten Stinger-Tasche? In dieser Tasche habe ich alles, was ich brauche, um mit der Stinger so richtig viel Spaß zu haben. Hier oben habe ich mein Entfernungsmesser drin. Hier habe ich Pflegematerialien und eine Ersatzsehne. Und hier habe ich eine Handvoll Pfeile. Und hier kommt auch schon zum ersten Mal einer dieser Gurtstreifen zum Einsatz, um hier den Boden zu verstärken. Denn die Pfeile, die hier drin sind, sind zum Teil echt fies und spitz. Und dann hat man noch ein großes Fach. Und das ist so groß, dass hier nicht nur reichlich Pfeile reinpassen, sondern sogar reichlich mit Pfeile bestückte Speedloader. Zusätzlich habe ich hier noch Pfeile in Fünfergruppen sortiert, weil hier sind noch Untertaschen. Das heißt, ich kann hier super schnell manuell laden. Und aber auch, wenn es richtig schnell gehen muss, einen Speedloader nutzen, die schon aufgefüllt sind. Bei der Tasche finde ich es einfach besonders genial, dass hier keine nervigen Taschenlaschen sind, die über die Tasche drüber greifen. Denn da muss ich sagen, bei der Edder-Tasche ist das was, was mich schon ein Stück weit nervt. Man kann es hier gut hochklappen und dann bleibt es auch so. Aber bei der Recherche sind mir so viele Taschen untergekommen, die unnötigerweise diese Laschen haben und wo sich das nicht anständig hochklappen lässt. Das ist halt super doof. Und das hat man hier nicht. Ja, und dann haben wir hier noch ein Klettpatch 6.2x162. Das ist mein geliebtes Stinger-Kaliber. Das war natürlich so auf der Tasche nicht drauf. Das habe ich mir selbst konfiguriert bei Amazon. Auch das habe ich euch mal hier unten verlinkt. Das ist Oliv mit schwarzen Stickereien. Ja, und falls jetzt noch alle Stricke reißen und ich es warum auch immer nicht schaffen sollte, hier das aufzumachen, dann kann ich immer noch das aufreißen und habe hier schnell manuell 5 Pfeile. Das gleiche habe ich auch noch auf der anderen Seite. Ja, und das ist in meinen Augen wirklich die perfekte Stinger-Tasche. Weil hier hat man genug Platz, um auch wieder den Boden zu verstärken und man hat genug Platz, um sogar Speedloader einzupacken und zusätzlich noch haufenweise Pfeile. Das ist also mein absoluter Favorit. Ja, und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Schreib du mir doch bitte in die Kommentare, welche Tasche oder welchen Köcher du für deine Stinger nutzt, welchen du für deine Edder nutzt und welchen du für deine Mid- oder Full-Size-Armbrust nutzt, falls du denn eine hast. Und schreib mir bitte auch mal deine Meinung in die Kommentare zu meiner Auswahl. Habe ich dir da gerade gute Sachen gezeigt oder ist das alles Mist? Schreib es ganz ehrlich in die Kommentare. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin mit dieser Tasche sehr, sehr zufrieden. Wobei mir die martialische Optik nicht so ganz gefällt immer. Ich werde mir auf jeden Fall noch eine zivile Variante holen in Blau oder Schwarz. Mal gucken, was es da gibt. Aber vielleicht siehst du das ja ganz anders und du holst dir auch eine Tarnfarbe.
schreib das doch mal in die Kommentare. Ja, und jetzt bleibt mir auch eigentlich nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir fürs Zusehen zu bedanken. Hat mich riesig gefreut, dass du wieder da warst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder hier bist. Hier bei MAG. Modern Archery Germany. Herzlich willkommen im Outro. Passend zum Black Multicam schießen wir jetzt die olivfarbene Stinger. Und dazu benutzen wir die neuen Pfeile von Winifred Mira. Die sind gerade bei mir im Test. Und ich glaube, es wird tatsächlich darauf hinauslaufen, dass das hier der erste Nachzügler wird. Weil der Pfeil ist nicht nur günstig, sondern wiegt halt auch über 11 Gramm. Das heißt, 90er Bogen geht. Und wie das geht. Einfach geil. Finde ich klasse, dass scheinbar sogar die Billiganbieter auf Amazon meine Videos gucken und sich Feedback zum Herzen nehmen. Und ich finde, dafür könnt ihr euch auf die Schulter klopfen, Winifred Mira. Weil mit meiner Kritik kommt nicht jeder klar. Nicht wahr? Naja, wie dem auch sei. Bis nächste Woche und ciao!